Wenn der Maler und Grafiker Philipp Steiner seinen Stil charakterisiert, spricht er von einer überfotografierten Exaktheit, die das Wesen seiner künstlerischen Schöpfungen ausmacht. Dabei stehen im Mittelpunkt seiner Aquarelle Zeichnungen, Acryl- und Ölbilder, oft alltägliche Situationen, die er meist mit Witz und Ironie anreichert. Im Kunstverein Speyer zeigt der Mainzer Künstler nun eine Retrospektive unter dem Titel Genau genommen. Philipp Steiner wurde 1953 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Er hat Kunst an der Universität Mainz studiert und für Magazine und Zeitungen wie Geo, Stern oder Die Zeit gearbeitet. Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit entstanden aber immer auch freie künstlerische Arbeiten, in denen er die Welt genau nimmt. Das tut er aus einer Haltung der Neugier und des Staunens, verbunden mit einer übergenauen Aufmerksamkeit für Details. Für scheinbare Nebensächlichkeiten, scheinbar bedeutungslose Situationen, Dinge und Handlungen. Kamera ersetzt Steiners Skizzenblock. Damit hält der Künstler den Augenblick fest, der ihn zur Ausführung in Öl, Acryl, Bunt oder Bleistift inspiriert. Was er als nervig altmodisch bezeichnet, ist Superrealismus in Reinkultur. Dem Betrachter begegnen Arbeiten zwischen den Zeiten, Postmortem oder ein Schneiderlein. Steiner trifft mitten ins Herz, wenn er den letzten Schrei sichtbar werden lässt, von Mäusen und Menschen erzählt oder den Spätsommer in Öl auf Holz beschreibt. Seine Wirklichkeiten gehen weit über die fotorealistische Darstellung hinaus. Steiners Technik ist adäquater Ausdruck seiner Haltung gegenüber Kunst und Welt. Zurückgezogen lebt er mit seiner Ehefrau in Mainz. Der Kunstbetrieb ist mir nicht geheuer, erklärt er. Seine Bildtitel geben dabei oft vermeintliche Interpretationshilfen im Spannungsfeld zwischen der dargestellten Situation und der sprachlichen Bedeutung der Titel. Der Betrachtende kann dann nicht mehr an der Oberfläche der Dinge und ablesbaren Bedeutungen des Dargestellten verharren. Diese Irritationen, die uns in der Mehrzahl der Bilder Philipp Steiners begegnen, lenken auf den prekären Charakter der menschlichen Existenz. Die Absurdität, Morbidität oder auch Skurrilität scheinbar trivialer Vorgänge und Gegenstände. Musik.
vielfältig wie das Leben sind auch die Themen, mit denen sich Steiner als Künstler beschäftigt. Hierbei geht es dem Künstler um die inszenierte Momentaufnahme, die eine Assoziationskette in Gang setzt, die das davor und das danach einschließt. Steiner nimmt seine Techniken sehr genau, mit einer feinmotorischen Struktur und Schichtung der Pinsel- und Zeichenstiftstriche, die als solche für den Betrachter nicht mehr erkennbar sind. Dazu gehört Cold Sweat, aus dem der Künstler fast alle Farbigkeit herausgenommen hat. Lila und Violetttöne lassen kein Detail aus, rücken das Wesentliche ins Zentrum, erzählen vom Moment der Vertrautheit, die Geschichte des Paares, das miteinander alt geworden ist, mit allen Konsequenzen. Die Schwere, die Steiner der Szene genommen hat, ist indes noch spürbar. Die Ausstellung, genau genommen, wirkt nach, im Betrachter und im Künstler.